Ja, herzlich willkommen bei Lass mal probieren. Und wir spielen oder probieren heute Elder Scrolls Online Somerset. Die neue Erweiterung von Elder Scrolls Online, die uns auf die Summer's End, auf die Summer's, Summer's End, Summer's End, so heißt das, auf die Summer's End Inseln verschlägt. Ja, und das hier ist der Anfang. Die Hauptquests dürfen wir nur bis zu einem bestimmten Punkt spielen. Also ich mache jetzt nur die Höhle durch und dann schauen wir uns ein bisschen um. Ja, reden wir erstmal mit dieser komischen Frau. Oder auch nicht. Nehmt das Schwert. Ja, sprichst du auch irgendwie? Oder muss ich erst Untertitel einstellen? Audio und... Ah ja, okay. Ja, also vorlesen tue ich jetzt nicht. Ihr könnt ja auch lesen, ja. Vorlesen ist immer so anstrengend. So, ich musste hier auf dem privaten Testserver einen neuen Charakter anfangen. Und hab mich halt für einen Tempel entschieden. Auf meinem Hauptserver habe ich eine Nachtklinge auf Champion Rang 300 noch was, glaube ich. Hab schon lange nicht mehr gespielt. Aber ich werde dann wieder anfangen, wenn Summerset raus ist. So, ich nehme mal das Schwert. So. Aha, das weiß ich ja schon alles. Inventar. Ja. So, jetzt haben wir ein Schwert. Haben wir schon Fähigkeiten zu vergeben? Benachrichtigung. Neue tägliche Belohnung. Ach ja, es gibt jetzt tägliche Belohnungen. Also wenn man sich einmal pro Tag einloggt, bekommt man irgendwas dabei. Das ist neu. 10 Gold. Wow. Wir haben jetzt 10 Gold bekommen. Das ist... Ja. Was habe ich noch für Nachrichten? Paket, Gabe der Königin. Aha, aha. Drei Sommers Endschatzkarten, eine Kronenkiste, zwei Kronen Schriftrollen. Die öffne ich jetzt mal noch nicht. Ja. Ja. Da war ich doch schon. Ja. So, der Kompass zeigt euch Questziele an. Ja, das weiß ich auch. Erstmal alles durchsuchen. Hallo? So. Ich kam gerade nicht mehr raus. Obsidian. Eisenhänzen. Oh, Handschuhe. Dietrich, Grund und eine Skizze. Das ist. Also, ich werde jetzt hier nicht. Wenn die Erweiterung richtig rauskommt, werde ich nicht mit meinem Templer weitermachen. Also das ist jetzt nur so ein Testcharakter. Also ist. Aha. Eigentlich egal, wie viel ich sammle. Wow, das sieht schon schick aus. Was ist denn das für eine Höhle? Ja, so sehe ich aus. Das ist aber eine sehr große Höhle. Was labert die? Aha. Katora. Irgendwer hat uns in eine Geistfalle gesperrt. Oh, ein Kürass. Und Hansen haben wir schon ein Schwert. Also ich bin eher so der Einhänder-Typ. Also als Templer sollte man vielleicht auch ein Einhandschwert und Schild nehmen. Ich habe auch auf dem Hauptserver schon einen Tempel auf Stufe 30. Also weiß ich so ein bisschen, wie man das so macht. Erstmal Kürass, erstmal Eisen, erstmal Handschuhe. Gegner, Gegner, Gegner. Das war ja leicht. Noch einer, verteidige. Ja, also ich habe das lange nicht mehr gespielt. Ich weiß nicht mehr richtig, wie die Steuerung geht.
So. Oh, da bist du ab. Dann. Stufenbelohnung. Fertigkeitspunkte beanspruchen. Hier sieht man auch die zukünftigen Belohnungen. Also es gibt jetzt nicht nur Fertigkeitspunkte oder Attributspunkte, sondern auch andere Sachen wie das Kronenstärkungsmal oder Gegenstandssets. Also es hat sich viel verändert. Ich mache mal einfach mal auf Magika. Ja, Fertigkeiten. Am besten war das das. War das? Das war doch die Fähigkeit, die mich dann irgendwann heilt. Auch mit. Ja, X. Na genau, das war die. Also wenn sich da nichts Grundlegendes verändert hat. So. Ah ja, ich weiß schon, wie man sprintet. Hä? Okay. Stürzt euch von dem Vorsprung, das ist immer... Hä? Okay, ich springe einfach mal. Wenn jemand sagt, dass man von einem Vorsprung springen soll, dann macht man das einfach mal. Juhu! Erreicht den Turm. Wasser, Chestbuchter und ein Schild. Jetzt haben wir auch ein Schild. Hier war das. Oh, irgendjemand will nicht, dass wir entkommen. Mann! So. Rang 2. Hier rennt auch einer rum. Au, au, au. So, das hätten wir. Jetzt noch die komischen Käfer da hinten. Heilungsstab brauche ich vielleicht für den Templer, aber nicht in dieser Session hier. Das, ich mache ja nur ein Video. Also in dem Hauptspiel habe ich einen Templer mit Schwert und Schild und mit Heilungsstab. Je nachdem wie... Also wenn ich in einer Gruppe kämpfe, dann bin ich meistens der Heiler. Oder ich kann auch Tank spielen. Aber ich bin am meisten sowieso eine Nachtlinge. Und da bin ich der Damage-Dealer. Hier ist der Jakra-Albtraum. Eine Halskette. Warte. Erhöht oder maximales Leben und blablabla. Nehmen wir. So, ich glaube, jetzt kommen wir wirklich nach Summer's End. Sieht schon nice aus. Also das Bild sieht schon mal hübsch aus. Na komm. Ganz ruhig, gute Arbeit. Euch Wochen frei zu sehen, erfreut mein Herz, meine Freundin. Ach ja, ich bin eine Frau. Ihr wart die Erste, die mir zu Hilfe geeilt ist, um dem Griff dieser Wesenheit zu entkommen. Danke, dass ihr mir geholfen habt. Aber wer seid ihr genau?
Ich bin Oriandra und ich trage den Mantel des Psychic-Ordens. Ich kam in Auftrag unseres Ritenmeisters nach Summer's End, als ich finstere und mächtige Geistmagie spürte, die von diesem Gebiet ausging. Als ich eure Zwangslage erkannte, wusste ich, dass ich eingreifen muss. Wenn ich mich für eure Hilfe revanchieren kann, lasst es mich wissen. Ruht euch einen Augenblick aus, aber sobald ihr die etwaige Restwirkung des Zaubers abgeschüttelt habt, könnte ich eure Hilfe gebrauchen. Und nehmt dies. Ich vermute, es gehört euch. Es lag in der Nähe eures bewusstlosen Körpers, als ich euch gefunden habe. Kassette des vergessenen Abenteuers, ein Fertigkeitspunkt und Seelenmagie. Okay. So, wir machen jetzt nichts mehr von den Gesprächen, weil ich mich ja selbst nicht spoilern will. Vielleicht auch noch spielen. In Ruhe. Erstmal wieder Fähigkeitenpunkte machen. Kann ich hier was machen? Nein. Ah, hier, heilen kann ich mich. Das mache ich mal. Mit Y. Oh, halt! So. Jetzt habe ich noch einen Fertigkeitenpunkt. Ja, so. Ist ja eigentlich egal, was ich mache. Ich will ja nur kurz nur was zeigen. So. Das ist Summer's End. Und irgendjemand labert hier. Halt, geh weg. Ich will dich nicht anreden. Bleib ja da stehen. Gut. So, das ist Summer's End. Sieht ja schick aus. Ich will nichts damit zu tun haben. Ciao. Das war Rasum da, oder? Rasum da. Der aus dem Hauptspiel. Der ist auch wieder mit von der Partie. Okay. Waren zu fairen Preisen. So, Gildenhändler? Nee, ein normaler Händler. Okay. Also, sieht zwar schön aus, die Gegend, aber irgendwie hat das jetzt gerade nichts so ganz Neues. Also solche Gegenden gab es ja schon Schimmerheim entdeckt. Solche Gegenden gab es ja schon zuhauf in Elder Scrolls Online. Aber die Stadt hier sieht schon recht einladend aus. Oh, echt? Also, ich glaube kaum, dass es so eine coole Stadt, so eine majestätische Stadt auch im Hauptspiel gab. Vor allem groß. Hat schon was. Wenn ich das nächste Mal im Feld bin, brauche ich wohl einen großen Kriegshammer. Laber mich nicht voll. Oder zwei. Gunde. So, also hier der Hafen, das ist die Black Pearl. Wo ist Jack Sparrow? Er ist gerade bestimmt in irgendeiner Taverne. Saufen. So, ach ja, es gibt ja jetzt auch was Neues und zwar ein neues Handwerk. Man kann jetzt Schmuck herstellen. Das hat mir noch ein bisschen im Hauptspiel gefehlt. Man konnte jeden möglichen Mist herstellen. Bögen, Schwerter, Zauberstäber, Schilder, alles mögliche. Aber kein Schmuck. So, mal gucken, wo ist denn hier die Karte? Da. So. Wir suchen jetzt mal einen Schmuckhandwerkstisch. Gepäckhändler. Brauer. Magister. Hier gibt's keinen Schmuckhandwerkstisch.
Wie kann ich denn nochmal rauszoomen? Ah, hier. Wo ist denn die nächste größere Stadt? Das hier ist... Summer's End. Eine idyllische Insel neben Auridon, wenn ich... Doch, neben Auridon, dem Startgebiet des Altmeri Dominions. Ja, Straße im Kai, Hilfsluch. Also im Vergleich zu Wadenfell, hier ist Wadenfell, ist Summer's End doch schon ein bisschen größer. Habe ich so das Gefühl eigentlich. Und hier ist wieder ein neues Verlies, Wolkenruhe. So, wo ist denn hier die nächste größere Stadt? Ja, Alinor. Sonnenfeste. Vielleicht gibt es ja in Alinor Lederer. Ah, hier. Schmuckhandwerkstisch. Dann wollen wir mal nach Alinor reisen. Das ist hier. Ich mache hier meine Marke rein. Wo geht's denn jetzt wieder raus? Achso, hier. Habe ich denn ein Pferd oder sowas? Oh ja. Diesen Leopard bekommt man, wenn man Elder Scrolls Online Summerset oder Summerset, ich weiß nicht, wie das heißt, also wie das ausgesprochen wird, wenn man das vorbestellt, bekommt man diesen hübschen, brennenden Leoparden. Ja. Passt perfekt zu meinem schon vorhandenen brennenden Pferd. Bei mir muss alles brennen. So. Ja, ich bin richtig. Dann können wir uns gleich mal die Landschaft ein bisschen angucken. Ja, was gibt's denn sonst noch Neues? Ja, tägliche Belohnungen, den Schmuckhandwerkstisch. Eine komplett neue Questreihe, die an die Haupthandlung und an die Handlung von Morrowind und Clockwork City anknüpft. Aber man muss Morrowind und Clockwork City nicht gespielt haben, um das alles zu verstehen hier. So. Guten Tag. Also ich weiß nicht, was ich jetzt von der Landschaft halten soll. Sie ist zwar schön, aber nichts Neues. Abgesehen von einigen neuen Häusern, die eingeführt wurden, glaube ich. Wir können ja mal kurz mal ein bisschen die Landschaft genießen. Oh. Böse Tiere. Da gehe ich mal nicht weiter. Ja, das Problem ist halt, es gibt halt schon jede mögliche erdenkliche Klimazone im Spiel. Es gibt Wüsten, es gibt Schnee, es gibt Wälder, es gibt Dschungel. Ja. Also was Neues einzufügen, ist nicht ganz so. Oh, das sieht schön aus. Das hat was. Hier ist ein Gewächshaus, oder? Ja, das habe ich im Hauptspiel auch nicht so gesehen. Wahrscheinlich auch eine neue Textur.
So, bin ich noch richtig? Jawohl. Was ist da hinten? Eine Himmelsscherbe. Himmelsscherben gibt es dann natürlich auch wieder. Ist ja klar. Oh. Also, ein bisschen langsam bin ich ja hier schon. Wenn ich das so mit meinem... Mit meiner Nachtklinge vergleiche, die ja... auf Reiten alles voll hat. Und auf Ausdauer. Und, ja. Dann ist das schon, hier ist noch ein Schiff. Das ist wahrscheinlich die, Flying Dutchman. Ach nee, die darf ja nicht an... irgendwo ankern. Das ist ja so eine Art Fluch. Alinor? Das? Was ist da hinten? Ein Wirbelsturm? Wahrscheinlich Teil der Hauptquests oder irgendeiner Quest. Also den Wirbelsturm müssen wir wahrscheinlich dann wegmachen. Also Alinor sieht schon nicht übel aus. Siluri? Naja, halt die Klappe. Was ist da hinten schon wieder? Ach ja! Es gibt noch was Neues. Es gibt eine neue Gruppenherausforderung. Ich glaube, dass irgendwo auf den Maps sich so ein Riss öffnet und daraus entspringen dann Monster, die man dann in der Gruppe vernichten muss. Und dann gibt es wieder irgendeine Belohnung. Aber das ist wie die Anker. Nur, dass das halt anders ist. Hm. So. Alinor entdeckt. Wir sind hier lang, geradeaus und dann scharf um die Kurve. Ach da. Also die Stadt hier hat was von der Stadt aus Blood and Wine von The Witcher 3. Irgendwie. Wie heißt denn das? Aus Toussaint. Toussaint. Mann, wo renne ich denn hier lang? Mann. Wo ist denn hier jetzt dieser Scheiß? Hier sieht doch gut aus. So. Verzauberung. Nee, Alchemie. Schreiner. Das ist mir neu. Das ist bestimmt... Ah, das sieht nach Schmuck aus. Das sieht doch nach Schmuck aus. So. Fertigkeitslinie erhalten. Schmuckhandwerk. Wollen wir mal gleich mal reinschauen. Aha, ihr habt es euch Zinn unten zu verarbeiten. Das ist genauso ein Fertigkeitenbaum wie die anderen Handwerksfertigkeiten. Ja. Ja. Also man kann jetzt richtig Schmuck herstellen und verbessern wahrscheinlich. Ja, Zinnstaub zum Beispiel könnten wir hier veredeln zu... irgendwas. Aha. Und herstellen. Ringe und Halsketten. Mal gucken.
Erhöht maximale Magika, maximales Leben, maximale Ausdauer. Leben, Magika und Ausdauer. Erhöht Effekt von Schmuckverzauberungen. Oh. Aha. Lauftempo, okay. 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 Hm. Das sieht doch schon mal nicht übel aus. Aber, da muss man ja wieder ganz von vorne anfangen. Ich war froh, als ich meine ganzen Handwerksdinger auf Maximum gelabelt habe. Bei der Verzauberung ging es echt am schwersten und hat am längsten gedauert. Naja, aber ist mir was Neues. Nö. So, das soll es schon gewesen sein mit dem ersten Eindruck von Elder Scrolls Online Summerset. Gibt's was zu klauen? Nein. Ach, hier gibt's. Hier kann man dann die täglichen, wie heißt das nochmal? Handwerksaufträge abgeben. Also muss man nicht mehr immer nach Karkstein reisen. Das ist auch gut. Das ist. Ah ja, ich will da gar nicht stehlen. Na, das war der erste Eindruck von Elder Scrolls Online Summerset. Recht nett eigentlich. Also die neuen Features sind sinnvoll. Das Schmuckhandwerk ist sinnvoll. Und die täglichen Belohnungen sind auch sinnvoll, wie ich finde. Die Spielwelt, ja, man hat ja jetzt noch nicht so viel gesehen, aber sieht schön aus. Ist zwar nichts Neues, aber wir werden sehen, was die Spielwelt noch alles zu bieten hat. Ja, mit diesem Anblick wünsche ich euch noch einen schönen Tag und bis demnächst.